Hier ist die neue Lichtbotschaft des Oberkommandanten der Galaktischen Konföderation, Lord Ashtar. Hört nun gut zu, denn Lord Ashtar hat euch nun Folgendes zu berichten. Die Turbulenzen des Wandels dauern immer noch an, da sie offensichtlich zu Konfrontationen unter euch führen, da gewisse Gruppen immer noch gegen den Wandel ankämpfen und nicht zu einem friedlicheren Leben übergehen wollen, und all die Begleiterscheinungen der momentanen Konflikte noch nicht aufgeben wollen. Klar ist, dass die Menschen aber genug haben von ständigen Krisen und diese einfach satt haben. Es besteht kein Zweifel, dass langsam aber sicher Frieden auf der ganzen Erde befürwortet wird, und auch die Menschen an den Unruheherden selbst beginnen die Sinnlosigkeit dessen zu erkennen, immer noch weiterzumachen mit kriegerischen Aktivitäten. Es entsteht auf der Erde eine wachsende Bewegung, die nach neuen Wegen sucht, den Weltfrieden herbeizuführen, auch wenn sie den Mitmenschen ihre aus freiem Willen getroffenen Entscheidungen zugesteht. Aber der Frieden wird kommen, weil vorherbestimmt wurde, dass die Kräfte des Lichts sich ohne Störung oder Verzögerung entfalten können. Das Gehirn ist das, was sich an seine gespeicherten Überzeugungen hält, die demonstrieren, wer ihr seid, minus basierend auf Erfahrungen und Erinnerungen. Das Angeborene indes ist das, was die Wahrheit kennt, es ist euer zweites Gehirn. Galaktische Botschaften gibt's auch als Buchform. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Ebenso findest du dort einen Link zu dem neuen zweiten Ashtar-YouTube-Kanal mit galaktischen Botschaften. Bitte besuch ihn und abonniere diesen. Er ist ein Sicherheitskanal. Eines der Attribute des zukünftigen Menschen ist, eine Brücke zu bauen zwischen Bewusstsein und Angeborenem, so dass ihr keinen Muskeltest benötigt. Das Angeborene, euer zweites Gehirn, ist die Herzverbindung. Werdet auf diese Weise zu eurem eigenen ärztlichen Intuitivsystem. Das Angeborene als euer zweites Gehirn funktioniert in keiner Weise wie euer erstes Gehirn, aber es ist klug und intelligent und weiß, was ihr braucht. Es ist der Chef, der euch daran hindert, die falschen Dinge aufzugreifen, so wie auch euer erstes Gehirn das auf seine Weise tut. Das Angeborene erzeugt Gefühle, es hilft euch, euch zu verlieben. Es verleiht euch die Energie, die ihr nicht erklären könnt. Minus ich weiß alles darüber, das Angeborene verändert jede Zelle in eurem Körper, es lässt euch wahrhaftig klingen. Das Angeborene steht euch zur Verfügung, es ist mit euch, in euch, allerdings nicht als Wesenheit. Ihr entstammt der großen Zentralsonne. Wenn ihr eine außerkörperliche Erfahrung macht, etwa wenn ihr durch einen Unfall aus eurem Körper in die Bewusstlosigkeit gestoßen wurdet, oder wenn ihr absichtlich eine solche Erfahrung machen möchtet, funktioniert euer Denken dennoch weiterhin vollkommen normal. Nichts scheint sich dramatisch verändert zu haben, außer eurer Feststellung, dass ihr außerhalb eures physischen Körpers völlige Bewegungsfreiheit habt und dass euer Denken wesentlich mehr Macht darüber hat, eure Bestrebungen manifestieren zu können. Und das bestätigt zweifelsfrei, dass ihr nicht nur euer physischer Körper seid, sondern eine freigeborene Wesenheit mit einer Seele. Deshalb dürftet ihr auch feststellen, dass die Macht eures Denkens sich dann bis zu jenem Grad verstärkt, dass ihr erschaffen könnt, was ihr herbei wünscht. Nicht jeder ist sich der Existenz seines höheren Selbst bewusst, aber wenn es akzeptiert wird, rückt es euch näher und kann viel für euch tun. Wenn ihr eurem höheren Selbst genügend Raum gebt, damit es sich in euch entfalten kann, werdet ihr feststellen, dass die Geschehnisse in eurem Leben synchronisierter ablaufen und leichter dahin fließen. Bedenkt, dass euer höheres Selbst mehr über euch weiß als ihr, einschließlich eures Lebensplans, und deshalb ist es besser für euch, wenn ihr ihm die Führung überlasst. Was vergangen ist, sollte jetzt endlich zur Ruhe kommen, denn es wurde von den höheren Schwingungen überboten, die im bisherigen Schema der Dinge keinen Raum haben. Das Neue wartet darauf, erwägt zu werden, und es bezieht viele großartige Seelen ein, die im Grunde die Vorfahren des neuen Zeitalters sind und geduldig darauf warten, dass die Menschen zu den Möglichkeiten hin erwacht, die vor ihnen liegen. Es wird immer deutlicher, dass eure wahre Geschichte sich erheblich von eurer aufgeschriebenen Historie unterscheidet. So wurde inzwischen offensichtlich, dass es vergangene Zivilisationen gab, die in der Lage waren, ihre eigenen Raumschiffe zu fliegen und Technologien zu nutzen, die bei weitem das übertrafen, was wir uns bisher vorgestellt hatten.
Die Beweise dafür liegen nun vor, und sie bezeugen sogar die Verwendung nuklearer Vorrichtungen. Es scheint so zu sein, dass alles in Zyklen verläuft, einschließlich unserer eigenen Evolution. Aufgrund der Attacken von YouTube und der hinterlistigen Demonetarisierung von Merksamen und Vibes durch YouTube kannst du uns auch auf Patreon unterstützen, denn ohne deine Hilfe geht es jetzt leider nicht mehr, den Link dazu findest du ebenso unten. Unabhängig von dem, was auf der Erde noch geschieht, wird es durch den Photonengürtel auf dem Weg zum Aufstieg hin weitergehen, denn letztendlich möchte Mutter Erde diesen Zyklus zum Abschluss bringen, indem sie sich der neuen Schwingungsebene einfügt. Daher ist es an der Zeit, dass ihr standhaft bleibt und euch auf euer Ziel konzentriert. Es gibt noch viele Ablenkungen während der Veränderungen, die ihr durchlauft, aber viele Seelen haben ihre Schwingungen bereits erhöht und ihren Kurs auf den Aufstieg festgelegt. Wir erhalten viel Hilfe und Ermutigung, seid also des Erfolgs versichert, euer höheres Selbst führt euch eurem Lebensplan entsprechend. Vor nicht allzu langer Zeit wurde euch erzählt, dass ihr für Fortschritte, die hätten vollzogen werden können, angeblich noch gar nicht bereit wärt, und dass dies eher eine Angelegenheit im Blick auf jene Leute sei, die noch in Armut leben müssen. Auch dieses Szenario hat sich im Laufe der Jahre jedoch verbessert, und das, was ihr als dritte Welt bezeichnet, hat Fortschritte erreicht und steht bereit, eine wesentlichere Rolle zu spielen in dem, was die Bedürfnisse eurer Welt betrifft. Hier war es oft lediglich eine Sache des Selbstvertrauens, sich vollständig in den Weltmarkt einzubringen. Doch das Potenzial dieser Länder wurde inzwischen erkannt, und auch sie werden schlussendlich ihren Platz unter den großen Nationen einnehmen. Ihr könnt Fortschritte nicht auf unbestimmte Zeit aufhalten, und es gibt noch sehr viel mehr, was zur Verbesserung der Situation aller Völker offenbart werden könnte. Die einfache Antwort darauf, was ihr tun müsst, um euren Erfolg zu sichern, ist, alle Seelen mit Liebe und Güte zu behandeln, unabhängig von ihrer äußeren Erscheinung. Lasst euch nicht von den körperlichen Merkmalen einer Person abschrecken, denn der physische Körper ist nur ein Mittel zum Zweck, um für eure körperlichen Erfahrungen in angemessener Weise dienlich sein zu können. In Wirklichkeit sind alle Seelen gleich, und alle haben den Gottesfunken in sich. Du schaffst das. Habe Vertrauen in dich und in das Universum. Namaste, liebes Sternenkind.